Hallo und herzlich willkommen bei Schwerfittings. Schlauchleitungen werden überall dort eingesetzt, wo flexible Verbindungen unter Berücksichtigung von Druck, Temperatur und Medium benötigt werden. Dies kann zum Beispiel bei beengten Platzverhältnissen der Fall sein, zum Ausgleich von Vibration oder natürlich bei bewegten Anwendungen. Sie eignen sich dabei sowohl für den Fluid- als auch für den Pneumatikbereich. Eine Standardschlauchleitung besteht immer aus einem Schlauch, der Anschlussarmatur und einer geeigneten Pressfassung, die die beiden Komponenten miteinander verbindet. Wie in unserem gesamten Sortiment konzentrieren wir uns auch hierbei ausschließlich auf Edelstahlarmaturen. Bei der Auswahl der Komponenten ist es wichtig, alle chemischen, thermischen und mechanischen Anforderungen im späteren Einsatzbereich zu berücksichtigen. Ansonsten kann sich dies negativ auf die Lebensdauer und Wirkungsweise der Schlauchleitung auswirken. Hierbei sind wir Ihnen natürlich gerne behilflich. Gängige Anschlussvarianten aus unserem Sortiment sind metrisch 24 Grad, CHIC 37 Grad, BSP 60 Grad, Klemmkeilring, SAE-Flansch und Klemmanschluss. Außerdem unterscheiden wir zwischen Standardarmaturen, Interlock-Armaturen und Steckschlaucharmaturen. Der Unterschied zwischen den Varianten Standard und Interlock besteht in der Art der Außenkontur. Im Vergleich zur Standardvariante besitzt die Interlock-Variante stark ausgeprägte Spirallagen, die als Ausreißsicherung bei Hochdruckanwendungen dienen. Sie kommt somit vor allem in Verbindung mit mehrfach verstärkten Schläuchen zum Einsatz. Im Gegensatz zu den eben vorgestellten Standard- und Interlock-Schlaucharmaturen ist bei den Steckschlaucharmaturen kein Werkzeug zur Montage und keine Pressfassung notwendig. Das Rippenprofil ist so ausgelegt, dass es entgegen der Einschubrichtung in die Schlauchinnenwand einschneidet. Wichtig ist, dass in Verbindung mit diesen Armaturen nur speziell abgestimmte Steckschläuche verwendet werden. Nachdem etwas Schmiermittel auf die Armatur aufgetragen wurde, kann der Schlauch einfach von Hand auf die Armatur aufgeschoben werden. Die Schlauchleitung kann so im Niederdruckbereich je nach Nenngröße bis maximal 28 bar sicher eingesetzt werden. Bei sachgerechter Demontage ist die Armatur wiederverwendbar, was bei verpressten Armaturen nicht möglich ist. Neben der Wahl der passenden Armatur spielt auch die Wahl des geeigneten Schlauches eine entscheidende Rolle. In Verbindung mit den Standardschlaucharmaturen konzentrieren wir uns vor allem auf PTFE und Edelstahl-Wellschläuche. PTFE-Schläuche besitzen sehr gute chemische und thermische Eigenschaften und können daher auch unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden. Sie werden in allen Bereichen der Industrie bis hin zur Medizin, Pharma und Biotechnologie sowie in der Lebensmittelindustrie verwendet. Edelstahl-Wellschläuche gemäß DIN EN ISO 10380 bestehen aus einem Wellschlauch als drucktragendes Element und einer Edelstahlummantelung. Sie eignen sich besonders für korrosive und aggressive Medien und sind sehr gut für den Gasbereich geeignet. Anders als bei den PTFE-Schläuchen werden die Edelstahl-Wellschläuche nicht verpresst, sondern verschweißt. Dadurch ist man bei der Auswahl der Anschlussarmaturen sehr flexibel. Damit eine leckagefreie Verbindung von Schlauch und Schlaucharmatur garantiert ist, sind bestimmte Vorgaben einzuhalten. Beim Verpressen ist es wichtig, die passenden Pressbacken zu wählen, um das vorgeschriebene Pressmaß exakt einhalten zu können. Bei der Montage von Schläuchen mit Interlock-Armaturen muss beachtet werden, dass sowohl die Schlauchaußen als auch die Innendecke vor dem Verpressen geschält werden muss. Dadurch sitzen die Spirallagen der Interlock-Armatur direkt auf dem Stahlgeflecht und sorgen auch im Hochdruckbereich für einen sicheren Halt zwischen Schlauch und Schlaucharmatur. Die Pressfassung wird so positioniert, dass sie beim Verpressen direkt hinter den Haltebund der Armatur greift. Thank you.
Die Armaturen werden in unseren eigenen Fertigungsstätten hergestellt und die Schlauchleitungen bei uns im Haus konfektioniert. Auf Wunsch erhalten Sie auch ein Prüfprotokoll zu den Schlauchleitungen. Auf unserer Website finden Sie außerdem einen Konfigurator, mit dem Sie sich Ihren Komplettschlauch zusammenstellen können. Bei Fragen zu Ihrem individuellen Anwendungsfall stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.